the rules. Ja, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer DevCorp und zwar bin ich für euch heute mal auf dem Testserver, auf dem PTR von World of Warcraft Worlds of Trainer unterwegs. Und ja, ich möchte euch natürlich mal so ein bisschen Einblick geben, was es natürlich Neues im Patch 6.1 gibt. Und ja, das werden wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Zum einen haben wir natürlich verschiedene neue technische Einstellungen. Möchte ich euch kurz zeigen. Wir haben also hier unter System haben wir erweiterte Grafikeinstellungen, zum Beispiel hier Beleuchtungsqualität und Umrissmodus können wir natürlich dann hier einstellen. Dann haben wir unter Erweitert haben wir natürlich noch in Zusammenhang hier mit diesem Anti-Aliasing haben wir hier das MSAA und PPAA, was auch immer das alles heißen mag. In Zusammenhang mit dem, ne, wo war's hier? Genau, hier sind jetzt neue Einstellungen drin. Für die Leute unter euch, die natürlich bessere Rechenmaschinen haben als ich, könnt ihr natürlich dann hier rumspielen und natürlich noch mehr grafisch aus eurem Spiel rausholen. Ja, sonst gibt es nichts viel Neues. Wir haben natürlich hier unter Interface relativ viel neue Sachen. Zum Beispiel hier unter Steuerung können wir Taschen umgekehrt aufräumen lassen. Wir können Beute an den am weitest links platzierten Slot in der Tasche legen lassen. Das heißt also, dass er immer, also wenn ihr die Tasche hier so, ne, so geht's noch nicht, wenn ihr die Tasche jetzt so offen habt, wird er quasi immer ganz links anfangen, die Sachen, die ihr lootet, halt abzulegen. Ne? Was haben wir noch neu? Wir haben hier unter Anzeigeeinstellung können wir jetzt natürlich auswählen, für welche Objekte bzw. mit was, also mit welcher Interaktion wir den Umrissmodus an NSCs und sonstigen haben möchten, ob wir jetzt nur Questziele haben möchten oder nur Questziele Mouse Over, was die Standardeinstellung ist, oder ob wir das Ziel zusätzlich auch umrandet haben möchten. Unter Questziele haben wir jetzt eine neue Einstellung, dass wir wie gewohnt, also oben ist die Standardeinstellung, dass immer erste Quest, zweite Quest, dritte Quest, vierte Quest. Jetzt haben wir aber hier noch die neue Einstellung, die sich Entfernung nennt. Das heißt also, hier werden als erstes oben immer die Missionen angezeigt, die natürlich am nächsten an eurer aktuellen Position sind. Aktionsleisten haben wir jetzt die neue Fähigkeit, oder ja, Fähigkeit ist immer blöd ausgedrückt, die neue Funktion, dass wir Uplink-Zeiten uns direkt auf den Buttons anzeigen lassen können als Standardframe. Damit durften diverse Addons bereits wegfallen. Und dann Namen haben wir die neue Möglichkeit, dass wir Namen unbedeutender NSCs verbergen können, was im Grunde genommen heißt, dass wenn ihr mit einem Hochleveling-Charakter durch ein niedrigstufiges Gebiet läuft, dass sämtliche NSCs und Gegner, die eine graue Namensplakette haben, automatisch ausgeblendet werden. Schwebender Kampftext haben wir nur eine neue Änderung, und zwar ist das nur für den Haustierkampf. Dann werden hier wohl irgendwelche zusätzlichen Kampfaktivitäten eingeblendet. Ansonsten habe ich jetzt nichts Neues gesehen. Ah ja, doch hier Zugänglichkeit. Zugänglichkeit heißt, dass wir hier zum Beispiel für Menschen, die halt mit ihrer Sehtauglichkeit etwas eingeschränkt sind, können wir natürlich hier noch verschiedene Farbblindheitsfilter einstellen. Das ist halt jetzt hier mit keine, ist halt der automatische Filter. Wenn wir jetzt hier, entschuldigt, das Fenster aufmachen, können wir hier zwischen drei verschiedenen Optionen wählen. Und ihr seht schon, im Hintergrund ändert sich das Bild natürlich entsprechend. Das sind halt jetzt hier schon vordefinierte Sachen. Wir können natürlich auch hier noch mit diesem Schieberegler in der finalen Version die Einstellung manuell anpassen. Ja, was gibt es noch neu in dem Patch 6.1? Wir haben das Erbstücksystem, das möchte ich euch eben zeigen. Wir haben jetzt hier, genauso wie auch hier bei der Spielzeugkiste, hier so ein so eine Schablone, wo wir quasi dann einfach die Items uns theoretisch rausziehen könnten, was jetzt aber nicht funktioniert. Ist ja auch wurscht, wird bestimmt noch gefixt. Folgendes, schaut euch mal bitte den Tooltip an. Wir haben jetzt hier, da ich jetzt ja mit dem Charakter schon Level 100 bin, wird es natürlich das Item natürlich auch auf Item
Score 463, also 463 Item Level angezeigt. Was ich jetzt so beim Durchblättern gesehen habe, sämtliche Items, die vorher nur von 1 bis 80 bzw. 85 waren in der Aufwärtsstufe, sind jetzt grundprinzipiell von 1 bis Level 90 und jedes Item hat eine Aufwärtsstufe von 1 von 2. Das heißt, in der zweiten Aufwärtsstufe können wir diese Items, glaube ich, bis Level 100 hochstufen. Des Weiteren gibt es hier, ihr seht schon, das ist jetzt auch alles schön kategorisiert hier nach Kopf, Schultern, Umhängen. Was ich euch noch zeigen möchte, sind nämlich die neuen Sachen, die dazu gekommen sind. Und zwar handelt es sich nämlich hier um Halsketten. Da gibt es hier 6 verschiedene, die alle denselben Benutzeneffekt haben, nämlich dass sie in meinem Falle halt jetzt 50.900 Gesundheit herstellen, was natürlich auf dem Unterlevel natürlich nicht möglich ist. Aber diese Halsketten funktionieren leider nur von Level 1 bis 60, haben allerdings auch wieder 2 Aufwärtsstufen. Das heißt also, in der ersten Aufwärtsstufe wird dieses Item auch bis Level 90 gehen und in der zweiten natürlich auch bis Level 100. Passend zu dem Erbstücksystem gibt es natürlich auch einen neuen Erfolg oder mehrere neue Erfolge, die in der Endstufe, wenn wir 30 Stück gesammelt haben, uns einen Mount geben, das ich euch leider noch nicht zeigen kann, weil ich diese benötigten 30 Gegenstände nicht habe. Können wir das Mount Up Level 1 schon benutzen. So viel dazu. Was gibt es noch Neues? Wir haben neue Missionen. Also möchte ich euch mal kurz zeigen. Und zwar gibt es nämlich spezielle Berufsmissionen. Zum Beispiel hier habe ich für Juwelierkunst was, wo wir Eilaufträge herstellen können. Die, wie soll ich es am besten mal schreiben? Also wenn wir die zum Beispiel anwenden, können wir halt diese normalen Arbeitsaufträge in den Berufshütten halt direkt abschließen lassen. Dann haben wir eine neue tägliche Mission oder eigentlich mehrere. Einen habe ich jetzt hier schon gesehen, und zwar ist das nämlich die hier. Da können wir jetzt hier nullifiziert, der Darkcore muss sterben. Da gibt es halt ja immer so empfohlene Spieleranzahl 3. Okay. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt hier noch keine Mission gemacht, ich habe jetzt gerade erst eingeloggt hier und kriegen wir halt hier so tolle Missionen. Davon können wir auch immer jeden Tag, glaube ich, eine machen. Was gibt's noch Neues? Wir haben jetzt hier Unteroffizier Krähler, der verkauft uns jetzt natürlich ja ganz tolle Sachen. Einmal hier ganz gewohnt, kennt ihr ja aus dem Hauptgebäude der Garnison, gab es ja immer diese 4 Gegenstände hier schon zu kaufen für Ressourcen. Neu gibt es jetzt hier die Spähberichte für die täglichen Invasionsgebiete, also die ihr auch an dem Tisch immer noch täglich zwischen 2 Stück entscheiden könnt, können natürlich auch hier direkt eine Quest für 200 Ressourcen kaufen. Wir haben weiterhin Eilaufträge für die großen Gebäude, also zum Beispiel Gnomische Werkstatt, Zwergenbunker, was ist hier noch, Scheune, die haben halt quasi dieselbe Funktion wie die Arbeitsaufträge der Berufshütten, die ich eben schon gezeigt habe, über den Tisch. Und wir können uns noch 2 Sachen kaufen für jeweils 1500 Ressourcen. Nämlich einmal können wir die Eigenschaften eines Anhängers neu auswürfeln und einmal die Fähigkeiten des Anhängers neu auswürfeln. Seid vorsichtig. Dann wollen wir noch eben die Ressourcen hier mitnehmen. So, ja, es gibt natürlich noch die tolle Jukebox, von der die manche schon gehört haben. Diese werde ich, also bei dem Typen da hinten startet sie, diese werde ich aber in einem gesonderten Video nochmal vorstellen, wo wir dann quasi zusammen die Questline machen und schauen, wo wir diese Lieder herbekommen. Eine weitere Fähigkeit oder Neuerung ist die Verwertung von den Schrotteisenteilen aus dem Zwergenbunker. Und zwar können wir hier einmal täglich bei der Rüstmeisterin eine Quest erledigen, wo wir 25 dieser Metallteile abgeben können und uns dann zwischen einem, entweder ein aufwertbares Rüstungsteil oder einem Waffenteil entscheiden können. Diese Teile sind die, wo man dann rechts klickt und dann eine mit zufälligen Eigenschaften dann halt rauskommt.
Ja, wir haben natürlich noch neu das Währungsfenster, möchte ich euch auch eben zeigen. Währungsfenster ist jetzt neu sortiert. Wir haben jetzt hier Warlords of Draenor als Komplettkategorie oben stehen. Das heißt also Apexis-Kristalle, Artefaktfragmente aus Ashran, die Ressourcen und die Bonuswurfsiegel sind jetzt alles zusammengefasst in dem Warlords of Draenor-Fenster. Und Spieler gegen Spieler ist natürlich klar, steht hier. Was haben wir hier noch? Genau, legendäre Questreihe haben wir noch neu. Da werden ja die bestimmt manche auch schon den Spoiler gesehen haben. Wir bekommen also quasi einen neuen Anhänger zur Verfügung gestellt, wenn wir die Questline von Khadgar fortsetzen bzw. abschließen in der Schwarzwaldkisaal. Und zwar handelt es sich da ja um Garona. Ich kann sie euch zumindest hier am Anhängertisch schon mal kurz zeigen. Und zwar ist es hier Garona, die Halborgin. Ihr seht also hier, sie hat jetzt für uns sichtbar schon die Eigenschaft Meisterassassine. Aber ja, mehr kann ich euch dazu jetzt natürlich noch nicht zeigen, da die, also für mich zugänglich die. Na, wo haben wir es denn? Jetzt muss ich mich erstmal umgewöhnen wegen der UI. Hier, genau. Schlachtzugsbrowser geht natürlich hier noch nichts. Es ist zurzeit gerade alles so jetzt in dem Moment. Ja, ich werde natürlich in den kommenden Videos, wie schon erwähnt, auf die Jukebox eingehen und natürlich auch auf die angekündigte Selfie-Kamera mit der integrierten Twitter-Funktion. Das werden wir uns dann natürlich alles in späteren Videos anschauen. Und ja, ich würde mir natürlich freuen, wenn ihr auch dann folgend wieder einschaltet. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, dann teilt sie doch gern mit euren Freunden, lasst Likes da. Und wenn ihr natürlich immer auf dem Laufen gehalten werden wollt, dann drückt doch bitte den Abonnieren-Knopf. Haha. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, euer DevCop.